Die bösen, bösen Pflegekräfte. Heute wird's persönlich. Team Wallraff von RTL war im Altenheim meiner Oma. Letzten Donnerstag ausgestrahlt, großer Skandal in ganz Deutschland und der Generalverdacht die Pflegekräfte. Ist euch schon mal in den Kopf gekommen, dass überforderte, abgestumpfte Pflegekräfte nicht das Problem, sondern nur ein Symptom einer viel zu schlecht laufenden Pflegepolitik in Deutschland sind? Ich nehme hier niemanden in Schutz, das definitiv nicht. Aber es ist doch einfach Fakt, dass Pflegekräfte heutzutage entweder nach einem halben Jahr kündigen, weil sie emotional oder körperlich kaputt gehen, oder sie stumpfen ab, um den Alltag irgendwie mit dem ganzen Leid und Stress ertragen zu können. Liebe Pflegekräfte, ich möchte mich bei euch für diesen Generalverdacht entschuldigen. Ihr kämpft jeden Tag für die Menschen, die wir euch als Angehörige anvertrauen. Und liebes Team Wallraff, ich bin etwas enttäuscht, dass ihr ausgerechnet die Aussagen einer wundervollen, aber dementen Dame meiner Oma verwendet als Schlagaussage für eure Reportage. Eine Dame, die mir auch schon viel Sachen erzählt hat. Und man muss es so nehmen, dass man weiß, woher es kommt. Und das finde ich gegenüber den Pflegekräften unfair. Oder in euren Worten zu sagen, skandalös.